Willkommen zu diesem Video. Hier soll es heute mal um die Thematik eines Lüfters gehen bei der PlayStation 4, Xbox 360 und PlayStation 2. Ich möchte darüber einfach mal ein bisschen quatschen, weil ich immer wieder mehr Videos sehe. PlayStation 4 gestorben, Xbox One gestorben, aufgrund von Hitzetod. Ich möchte vielleicht auch damit erreichen, dass vielleicht bei den Entwicklern der Konsolen vielleicht mal ein kleines Lämpchen aufgeht. Es soll jetzt keine Beleidigung sein oder so. Aber ich bin einfach auch nur irgendwo fragwürdig und ich stelle mir einfach nur die Frage, warum? Fassen wir mal kurz zusammen. PlayStation 4 kennt ja jeder, PlayStation 2 genauso und Xbox 360, ne? Jeder von uns hatte doch bestimmt schon eine PlayStation 2 oder eine Xbox 360 gehabt und ich möchte da einfach fragen, oder nicht fragen, jeder weiß, PlayStation 2 wie oft lief bei mir oder generell auch vielleicht bei euch die PlayStation 2. Ich kann garantiert wetten, es haben Leute Filme mit der geklotzt, gezockt stundenlang, haben sie sogar vielleicht auch geflasht, dass gebrannte Spiele funktionieren und so weiter und so fort. Die ist ja sehr, sehr oft verkauft worden, auch die schmale Variante der PlayStation 4. Ne? Es gab so viele Exemplare und die laufen bis heute noch. Selbst die geht noch und meine zweite PlayStation 4, die ich hier stehen habe, funktioniert auch noch. Da frage ich mich, warum hat Sony sowas dann entwickelt? Klar, es ist vielleicht auch eine Designfrage. Ne? Man möchte ein neues Design haben, man möchte es cooler haben, man möchte es geiler haben. Aber steht doch nicht die Technik und die Haltbarkeit im Vordergrund? Warum macht man das nicht? Fassen wir mal kurz zusammen. Ne, ich möchte es euch mal kurz erklären. Hier könnt ihr schön erkennen, ist nicht sauber gemacht, um es euch extra zu zeigen. Dieser Lüfter, PlayStation steht oder in dem Fall liegt, ne, saugt von hinten die Luft an, egal wo sie steht oder wie auch immer, oder durch die Bewegung des Lüfters saugt die ganze Luft hier und kann hier vorne schön die ganze warme Luft entweichen. Ne? Und da ist ein Durchzug in der Bude. Hier ist ein Durchzug. Das ist wie wenn ihr, keine Ahnung, zwei Fenster aufmacht und ihr habt Durchzug in der Wohnung. Ne? So ist das in der PlayStation. So wird alles hier drin schön gekühlt. Da ist nicht so Larifari wie hier. Ne? Jeder hat das Ding schon offen gehabt. Wer noch nicht, guckt sich die Videos dann an auf meinem Kanal, auf anderen Kanälen, wie auch immer. Es gibt genug Videos dazu. Warum, bitteschön, hat man es bei der PlayStation 2 so gemacht? Mit ganz einfach normalen, stinknormalen Lüfter, wie bei jedem PC oder was auch immer, ne? Einfach hinten dran und fertig. Xbox 360 genau dasselbe in grün, ne? 360 hier. Ihr seht schon hier überall Öffnungen. Wenn sie liegt, kann die Wärmeluft hier nach oben, weil die Wärme geht ja sowieso immer nach oben. Klar wird das hier auch alles warm, aber es ist besser belüftet, weil die Luft auch hier durch zwei Lüfter sogar. Hier werden sie sogar durch zwei große Lüfter befeuert, ne? Könnt ihr da sehen und da. Auch wenn die steht, ne, kann auch die warme Luft hier entweichen. Und hier, und da, und da. Hier sind die Gummifüße viel besser. Ne? Bei der PlayStation 2 genau dasselbe in grün. Ne? Klar entwickelt sich hier auch Wärme, aber dann stellt man sie so hin. Und die Kühlleistung hat da in der Form keine Beeinträchtigung. Was ist denn, wenn man jetzt die... So, ne, hier dasselbe in grün. Hier wird die warme Luft, die kalte Luft oder wie... Luft angesaugt oder halt auch durch die Wirbelung entwickelt. Hier wird die warme, oder auch durch die Bewegung, durch die Dings wird auch Luft erzeugt, ne, Ströme auch erzeugt und dann kann die warme Luft hier abziehen und auf der anderen Seite abziehen. Ne? Ich meine, klar, die haben auch, da gab es auch mal mit der Xbox 360, auch mit der PlayStation 2 einige Probleme mal mit Laufwerk oder auch mit der mit Laufwerk, Blue Light Dead und all so ein Mist. Ne? Aber ich frage mich einfach nur, warum haben die dann sowas entwickelt, wo über diese kleinen Schlitze hier, jeder kennt das ja, die ganze warme Luft hier lang muss und dann hinten raus. Und dann durch das Netzteil. Das Netzteil ist doch sowieso das Wichtigste überhaupt mit, sonst läuft die ganze Konsole nicht, ne? Warum macht man denn das? Warum dann auch, ich meine klar, Designfrage vielleicht auch mit, ne? Hier. Ich habe ja jetzt hier schon mal ein bisschen gefuhrwerkt. Ich habe da schon mal ein bisschen was gemacht. Ich will da nämlich noch ein weiteres Video machen, weil ich zu 90% der Leute haben diese oder die Slim halt. Aber viele Leute haben die und ich merke es auch an meiner anderen PlayStation, die ist immer in diesem Warmbereich. Egal was ich mache, egal wie. So,
Ich verstehe das nicht. Das ist genauso, wir haben zwei Nasenlöcher und ein Nasenloch oder vielleicht auch beide sind verstopft, weil man Schnupfen hat, ne? Weil man Schnupfen hat. Dann kriegt man doch auch durch die Nase extrem schwierig Luft. Man kann nicht richtig irgendwas machen. Selbst beim Gehen hat man Probleme. Und so ist das mit der Blazy hier. Die Blazy, klar, der Lüfter hier drinnen, ja, saugt Luft an, aber nur hier drüben. Was ist, wenn diese kleinen, diese wirklich ach so kleinen Kühlschlitze hier zu sind? Was ist dann? Ne, ich habe hier schon mal ein bisschen, das gibt es in einem anderen Video. Was ist, wenn das alles zu ist? Ich zeige es von der Seite. Was ist denn, wenn diese kleinen Lüftungsschlitze hier zu sind? Was ist denn dann? Ja, kriegt die Blazy keine Luft mehr. Und was ist dann? Das ganze Zeug wird hier drinnen warm, 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 warm. Und dann wird es alles hier heißer. Und irgendwann macht es patsch, die Blazy geht aus. So ein Ding kostet 400 Euro. Oder hat mal 400, 500 Euro gekostet. Das sind 800 Mark. Ne? Die Blazy hat mal fast, so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die neu gekostet hat, aber die hat man sich einmal gekauft. Vielleicht auch ein zweites Mal. Aber die lief und lief und lief und lief. Genauso wie die Xbox 360. Einmal gekauft. Vielleicht auch ein zweites Mal, weil vielleicht einer sie runtergeschmissen hat oder kaputt gemacht hat. Aber an Hitzetod sind diese Konsolen, soweit ich weiß, nicht gestorben. Klar, es gibt vielleicht auch welche. Ich möchte das jetzt nicht abstreiten. Ich will auch jetzt hier nie irgendwie disrespecten oder so. Ich will auch niemanden persönlich gesehen an die Karre fahren. Aber warum baut man denn dann sowas? Warum sollen die PlayStation oder warum soll die hier so heiß werden? Damit sie, klar, ist es natürlich. So, warum macht man sowas? Ne? Ich meine, klar, jeder möchte irgendwo was an einer Firma verdienen. Aber Sony hat alleine durch die ganzen Controller, weil die auch nicht mehr so viel halten, weil es heutzutage eine leider eine Wegwerfgesellschaft ist. Ne? Auch nur kaufen uns was Neues, ne? Kann man nicht mehr reparieren. Es ist einfach nur schade. Das sind auch Rohstoffe, die da verwendet werden. Auf der anderen Seite kommen sie alle an, wir brauchen keine Plastiktüten mehr, wir brauchen dies nichts mehr, wir brauchen das nicht mehr. Ne? Aber warum stellt man Sachen her, verschwendet auf Deutsch gesagt dann Strom, ne, Materialien, um das Zeug dann herzustellen, Geld zu kassieren und dann hinterher hat man die vielleicht 1 bis 2, 3 Jahre und schmeißt sie dann weg nach der Garantiezeit. Das ist wohl keine Verschwendung oder was der Materialien. Das ist wohl keine Umweltbelastung oder so. Ich will jetzt hier nicht einen auf Umweltdingsbums da machen oder so, ne? Aber mich nervt sowas ganz gewaltig. Und dann findet man in YouTube immer nur Videos, wie Videos. Blazy überhitzt, Blazy kaputt, Blazy hitzetot gestorben, das, das, das. Klar, freuen sich die Entwickler dann, weil die Leute dann wieder die Slim kaufen, wieder eine bessere Variante. Ja, dann mag man uns jetzt nicht streiten. Jeder will irgendwo was verdienen. Aber die Gesellschaft ist ja mittlerweile nur so, dass keiner mehr so viel Kohle hat, sich alle 2 Jahre eine neue Konsole zu kaufen, ne? Ich meine, jetzt kommt auch bald die PlayStation 5 raus. Das Video ist ein bisschen verspätet, aber ich war echt im Überlegen, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache, weil ich wirklich dann auch keinen Bock habe, dass es dann Leute gibt, die dann hier, ne? Und selbst wenn, ist mir jetzt auch Hupe. Ich erzähle das einfach, weil das meine persönlich gesehene Meinung ist und wer damit ein Problem hat, schaltet jetzt weg. Ne? Mich nervt das, dass warum baut man sowas, ne? Warum hat man es nicht einfach skurril gelöst, wieder wie hier? Lüfter hinten rein, die durchgepustet, fertig, ne? Ich meine, klar, es ist bauartbedingt, ne? Aber da kann man doch. Moment. Klar, es ist in der PlayStation 4 nicht so viel Platz. Das mag man uns jetzt mal nicht streiten. Ich habe jetzt mal hier meinen Zusatzlüfter geholt. Aber da kann man doch auch. Klar, es wird jetzt auch nicht auf Dauer. Geh doch mal ab jetzt hier, du blödes Kabel. Wird auf Dauer auch nicht so viel bringen. Aber solche kleinen Lüfter hätte man doch auch da reinmachen können, hier hinten rein. Zum Beispiel, ne? Und dann halt die Luft so und dann hier. Warum hat man das denn nicht gemacht? Warum hat denn bei Sony ein Entwickler sich das andersrum einfallen lassen? Warum so nach so? Die verstaub doch dann umso schneller und die geht doch umso schneller dann kaputt. Wieso hat man es nicht wieder so gelöst? Von hinten hier rein, ne? Und dann hier an den Seiten raus. Wie hier zum Beispiel, ne? Wie hier zum Beispiel. Da bläst sie hier auch rein. Und bei der normalen Xbox, ne? War das auch so und da konnte die Luft hier an den Seiten entweichen. Wieso hat man das denn dann so gemacht? Ne? Hier ist ein Lüfter drin. Bei der Xbox sind sogar 2 Lüfter drin. Wieso hat man dann da nicht das so gemacht? Also ich möchte das ganz, ganz, ganz einfach mal wissen. Weil es gibt Technik, es gibt Sachen, wo das garantiert möglich gewesen wäre.
um diese hier zu machen. Ja, die ganzen Krümel sind noch von einem anderen Video, ne, weil ich da was gemacht habe. Seht ihr aber alles in einem späteren Video. Wenn euch das interessieren sollte und ihr habt da so eine PlayStation 4 und wollt sie lüftungstechnisch verbessern, dann schaut auf meinen Kanal rum. Ja, aber trotzdem, ich möchte das jetzt mal langsam zum Ende bringen. Ich bin auch irgendwo ein bisschen sauer, weil ich immer wieder mehr merke, wie die Leute durch solche Maschen dann auch irgendwo veräppelt werden. Oder nicht nur veräppelt, sondern auch einfach, ne, das Zeug soll nichts mehr halten, das soll schnell kaputt gehen und hinterher wird sich dann beschwert, Rohstoffe, Materialien, ne? Ich meine, naja, gut. Jeder ist das andere Ansichtssache. Ich meine, aber trotzdem, ich finde es halt einfach schade, dass man sich das Konzept komplett andersrum einfallen lassen hat, dass die Luft hier reinsaugt und dann hinten raus. Ne, man hat es wie zum Beispiel mit diesem Lüfter hier, nur der saugt ja so rum, ne? Also er saugt ja auch, der zieht hier quasi die Luft raus, wird hier so hinten dran hier geklemmt, ne? Aber davon mal abgesehen, ich finde es wirklich schade. So rum, Luft einfach rein, ne? Vielleicht ins Netzteil hier irgendwie so kleine Ventilatoren rein oder so, das Ganze ein bisschen kleiner gemacht. Bei der Slim haben sie es ja auch komischerweise kleiner hinbekommen. Ein Slim-Netzteil genommen oder sowas oder wie hier, ne? Das Netzteil einfach draußen gelassen oder wie bei der Xbox 360, ne? Und anstatt des Netzteiles lieber hier Lüfter hinten rein, ne? Ich meine, ich sitze nicht in der Abteilung, ich habe dazu auch nichts zu sagen, ne? Wie jeder andere auch. Aber es ist doch einfach nur auch, ne, weil durch sowas könnte auch einfach Brände entstehen. Ich will jetzt hier nicht nur weil auch drauf rumhacken, dass das Zeug kaputt geht und Leute dann sich das nicht weiter kaufen wollen, können oder was auch immer, ne. Es geht doch auch einfach um Sicherheit. Steht die Blazy einfach auch zu nah an der Wand dran, ne. Stellt euch mal vor, das ist jetzt die Wand, da gibt es so viele Videos darüber. Die warme Luft, zum Beispiel 40 Grad, knallt hier immer dagegen, knallt dann immer gegen die Wand. Ne, was passiert denn dann? Die Wand wird warm und wenn irgendwas in der Nähe ist, was leicht entzündlich ist, weil manche Leute sind ja auch der Meinung, ne, zum Beispiel jetzt, dass jetzt zum Beispiel ein Schrank ist, die Xbox, ne, die Blazy dann so in den Schrank reinzustellen. Ne, was passiert denn dann? Die wird extrem heiß und fängt dann auch irgendwann mal an, wenn sie doch mal nicht abschalten sollte oder Sicherung geht nicht raus, fängt dann auch irgendwann mal an, so heiß zu werden, dass das Ding anfängt zu brennen. Ja, das ist doch auch Sicherheit oder nicht, oder liege ich da falsch? Da braucht ja nur einer mal einen Film zu gucken und passt nicht auf oder zockt jetzt hier Fortnite und was weiß ich nicht für Spiele, vielleicht auch Red Dead oder so, ne, die halt richtig intensiv sind, die Kühlpaste reicht nicht mehr aus und dann fängt so ein Ding auch an, mal zu fackeln. Wo sind wir denn dann, ne? Dann fängt die Blazy an zu qualmen, da kann ich auch gleich 400 Euro nehmen und ihn anbrennen. Da habe ich denselben Effekt, ne, nur dass da halt nicht meine Wohnung davon gefährdet ist, ne, und vielleicht noch andere Leute, die Wohnungen, vielleicht die anderen Wohnungen oder so, ne, die nebendran sind, andere Mitglieder in der Wohnung zum Beispiel, oder ne, Besuch oder was auch immer. Also ich bin wirklich auch irgendwo sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil ich merke es auch bei meiner anderen Blazy, die ist immer hier in diesem Rahmen warm, dass alle Geräte strahlen Wärme aus, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach nur, es muss einfach mal gesagt werden und das ist meine persönliche Meinung dazu. Und jetzt gibt's, wenn ihr Bock haben solltet, ich hab da bin hier noch ein bisschen am Konstruieren und an Ideen sammeln, wie man hier so eine Blazy hier noch ein bisschen besser von der Lüftung her bekommt. Ne? Ein bisschen was habt ihr ja schon eben gesehen, deswegen sind ja hier so ein paar Krümel, weil ich da ein bisschen was gebohrt und gemacht habe. Das möchte ich jetzt hier noch gleich ein bisschen verfeinern. Aber es hat mir jetzt erstmal so auf der Seele gebrannt, dass ich das gerne mal loswerden wollte. Und sagt mir gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare rein. Schreibt es mir einfach mal rein, was eure Meinung dazu ist. Mich würde es wirklich sehr, sehr interessieren. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video, wenn du wissen willst, wie gesagt, wie du deine PS4 lüftungsmäßig verbessern kannst, ohne hier irgendwelchen Klimbim drauf zu bauen, ne? Und halt so, wie sie jetzt hier so liegt, halt noch weiter zu lassen. Oder vielleicht halt gegebenenfalls dann doch anderweitig vielleicht hinzustellen. Und dadurch mehr Belüftung zu bekommen, ist klar, es gibt Lüfter, wie in meinem Fall sowas hier, es gibt Standlüfter, aber die bringen ja auch nicht so richtig wirklich Kühlung, ne? Da muss Kühlung rein, da muss Luft rein bei einem Auto, ne? Wenn man das tunt, macht man auch eine größere Ansaugung rein, dass er besser Luft bekommt. Warum hat man das bei solchen Geräten nicht gemacht? Ich verstehe es nicht, aber somit beginnt eine kleine Reihe. Let's Tuning die Blazy 4, ne? Also bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare rein. Und ja, lasst es mich einfach wissen. Und wir sehen uns. Ach, jetzt kommen ja die ganzen Krümel noch raus. Wir waren noch nicht richtig fertig gewesen. Naja, egal. Schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare rein. Ich würde mich dazu sehr freuen. Und wir hören uns in einem neuen Video wieder. Bis dahin. Peace.